Liebe Sande-Community, mit Frau Dr. Helena Orfanos-Böckel begrüßen wir heute im Sande-Office in Berlin eine äußerst erfahrene Nephrologin, Internistin und Ärztin mit über 30 Jahren Berufserfahrung in Klinik und privater Ordination. Liebe Helena, herzlich willkommen bei uns und schön, dass du da bist. Ja, lieber Roman, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch sein kann. Und ich freue mich schon sehr auf unser Interview und auf deine Fragen und bin sehr gespannt, was du alles wissen möchtest. Vor einigen Wochen ist im Trias Verlag dein neues Buch zu Nährstofftherapie erschienen. Und das habe ich auch mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch nochmals von meiner Seite. Über 350 Seiten geballtes Erfahrungswissen aus 30 Jahren klinischer Erfahrung, Therapie mit schwerkranken Menschen, aber auch Prävention und Menschen, die sich gesund halten möchten, ist hier sehr, sehr gut abgebildet und dargestellt. Man merkt so richtig deine Begeisterung und Leidenschaft, die du dort zu Papier gebracht hast. Was war dein Motivator, liebe Elena, dieses Buch zu schreiben und dieses geballte Wissen mit anderen Ärzten, Therapeuten und der gesamten Menschheit zu teilen? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Die Wahrheit ist, dass es einfach irgendwann in mir übergelaufen war und ich irgendwie das Bedürfnis hatte, dieses ganze, wie du es genannt hast, geballte Wissen irgendwie mit anderen Menschen, die interessiert sind an Körper, Stoffwechsel, Krankheit, Gesundheitsgestaltung zu teilen, weil ich erstens auch nicht mehr in der Lage bin, in meiner Praxis alle Menschen, die sich in diesem Sinne in meine Behandlung geben möchten, zu verarzten. Und insofern habe ich gedacht, ich schreibe das einfach mal ganz genau auf, wie das mit den Nährstoffen und der Nährstofftherapie funktioniert, sodass es im Prinzip viele Menschen auch einfach sowas wie nachmachen können. Und das, was in meiner Beobachtung gefehlt hat, war, dass jemand mal verrät, wie das mit den Nährstoffen im Sinne einer richtigen Medizin funktioniert. Und das, was mir sehr wichtig ist, ist, dass verstanden wird, dass Nährstoffe so eingesetzt werden können wie Medikamente. Und das verstehen auch noch nicht so viel meiner Kollegen und Kolleginnen. Und es wird auch leider an den Universitäten nicht gelehrt. Es ist also nicht Teil der akademischen Lehre, den Nährstoff Vitamin C zur Behandlung von besserer Wundheilung einzusetzen. Das könnte man. Und insofern lernen das dann auch nicht wir Ärzte in der Klinik und in unserer Facharztausbildung. Und dann findet es natürlich auch keinen Eintritt in die Leitlinien. Und dann wird es natürlich auch nicht bezahlt. Und das war auch etwas, was ich auch etwas ungerecht finde, dass eben all diese Stoffe da sind. Man kann sie sicher auch selber kaufen. Und keiner weiß, wie das geht, wie man die einsetzen kann. Und zwar ergänzend zur klassischen Medizin, begleitend zu vielen Medikamenten. Und was mir auch wichtig war, in dem Buch zu beschreiben, wie das Zusammenspiel zwischen Nährstoffen und Hormonen, das ist ja die andere Stoffgruppe, die auch biochemisch sich in unserem Körper befindet, wie die zusammenwirken und zusammen daran arbeiten, dass wir Stress verarbeiten können, dass wir stressresistent werden, dass wir, wenn wir eine schlimme Sache erlebt haben, eine Verletzung, auch psychisch, physisch, dass wir uns schneller regenerieren, dass wir gut schlafen, dass wir vielleicht auch etwas eleganter, nicht so chronisch krank älter werden, dass wir wach sind am Tag, lebendig, geistig, fit und all diesen Herausforderungen, die vielleicht auch viele gerade in der Lebensmitte verspüren, auch gewachsen sind. Und all das, also viele Punkte, ich wollte im Prinzip die Patienten und Patientinnen mit gutem Wissen informieren. Ich wollte gerne vielleicht meine Kollegenschaft motivieren, sich mit diesen Nährstoffen und auch den Hormonen zu beschäftigen.
Ich will vielleicht auch ein bisschen die Medizin und das System etwas neu gestalten, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es einfach auch noch besser möglich ist. Und all das waren sozusagen viele Motivatoren, die mich dazu gebracht haben, mich also sehr ein paar Monate oder ein Dreivierteljahr, bin ich jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden und habe vor der Praxis geschrieben. Und das musste einfach raus, das ist einfach geflossen und musste alles geschrieben und aufgeschrieben werden. Nährstoffe und Hormone haben allgemein in der klassischen Medizin oftmals einen schweren Stand. Aber auch in der alternativen, komplementären Medizin ist es oftmals so, dass es Therapeuten schwerfällt, diese zu vereinen, die beiden Instrumente. Aber auch sogar, sie verneinen es teilweise auch in deren Anwendung oder in deren Verständnis. Was sagst du dazu? Und gibt es deiner Meinung nach in der Schulmedizin überhaupt eine Anwendung von Nährstoffen und Hormonen? Ja, das ist richtig, was du sagst, dass tatsächlich die Anwendung der Nährstoffe in der Schulmedizin sehr begrenzt nur stattfindet. Dazu sage ich gleich etwas. Und dass in den alternativen und komplementären Heilmethoden die Therapeuten sogar oftmals vor allen Dingen die Hormone ablehnen. Das stimmt. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um einfach mit vielen Missverständnissen und Ängsten und Sorgen vor Überdosierung, Vergiftung, Nebenwirkung und all diesen Dingen aufzuräumen, weil das ist alles diesen Stoffgruppen gegenüber nicht angemessen. Nebenwirkungen, die haben etwas zu tun mit körperfremden, pharmakologischen, sehr sinnvollen Substanzen. Da gibt es immer eine Wirkung. Und da diese Wirkung gegen die Natur, gegen das Alter, gegen Genetik ist, hat es oftmals auch einen Preis und die nennt man Nebenwirkung. Bei den Nährstoffen und bei den Hormonen ist es aber nur eine Frage der Dosis. Es gibt nicht das Wort Nebenwirkung, weil man will die ganze Wirkung von Magnesium und man will auch die ganze Wirkung von Estradiol oder Vitamin D oder Schilddrüsenhormonen. Es ist nur eine Frage der Dosis, wann, wer, was, in welchem Körper, zu welchem Zeitpunkt gut benutzen, gebrauchen kann mit Wohlbefinden. Das ist das eine. Das andere ist, die Schulmedizin nutzt die Nährstoffe nur immer dann, wenn ganz konkrete Krankheitssituationen vorliegen. Wenn also ein Dialysepatient dreimal in der Woche zur Blutwäsche bekommt, natürlich bekommt dieser Patient eine Therapie, um das rote Blutbild aufzubauen. Und er bekommt Erythropoietin, das ist ein körpereigenes Hormon der Nieren. Und er bekommt natürlich Eisen, ein Nährstoff. Weil ansonsten ein Dialysepatient ganz schwer eine renale Anämie hätte und wäre ganz, ganz blass, ganz niedriger HB. Und mit diesen zwei Substanzen, ein Nährstoff, ein Hormon, kann man ganz wunderbar jeden Dialysepatienten auf einen wunderbaren Hämoglobinwert von 11 bis 12 einstellen. Das ist eine Riesenrevolution. Genau das Gleiche in der Osteoporosetherapie. Natürlich bekommt dann, wenn in der Knochendichte schon ein fortgeschrittener Verlust der Knochendichte vorliegt, jeder die Empfehlung, Vitamin D zu nutzen, aber leider ganz pauschal, nie nach Werten, nie wird der Vitamin D-Haushalt eingestellt, so wie ich das auch in meinem Buch sehr, sehr ausführlich beschreibe, wie genau jede von uns auch ohne Osteoporose einen guten Vitamin D-Haushalt haben kann und so weiter und so fort. Auch Gesunde bekommen Nährstoffempfehlungen in der klassischen Medizin, zum Beispiel die Schwangeren, bekommen also alle empfohlen, Folsäurepräparate zu nehmen, weil in Deutschland Folsäuremangel existiert und wenn in der Schwangerschaft Folsäure nicht da ist, kann es zu schweren Erkrankungen des Babys kommen. Ja, nur weil wir beide jetzt nicht schwanger sind, warum sollen wir denn jetzt nicht auch uns um unseren Folsäurespiegel kümmern? Also das ist mir nicht begreiflich. Und hinzu kommt, dass auch bei der Folsäure gibt es wirklich genetische Gründe, dass manche
sehr große Mengen von besonderer Form von Folsäure brauchen, weil sie sonst ihren Folsäurespiegel gar nicht aufgebaut bekommen. Also das ist auch etwas, was auch nicht so bekannt ist, dass im Prinzip mit jedem Nährstoff jeder von uns auch seine eigene Dosis braucht, um dann im Blut einen guten Spiegel zu haben, der Wirksamkeit bringt. Also insofern, es gibt unendlich viele Beispiele. Zum Beispiel, es gibt auch sehr viele schulmedizinische Medikamente, wie zum Beispiel die Statine, die senken ganz wunderbar den Cholesterinwert. Die sind wirklich nicht böse, sondern sie sind sehr, sehr nützlich. Nicht für jeden, aber für sehr viele. Die hemmen neben der Cholesterinsynthese auch die körpereigene Q10-Synthese. Das ist nicht egal, wenn jemand Herzinsuffizienz hat. Es ist aber auch nicht egal, wenn jemand Sportler ist. Es ist Q10 ein ganz wichtiger Stoff für das zelluläre, den zellulären Energiestoffwechsel. Und ich finde, dass jeder, auch vielleicht sogar gemessen an seinem Spiegel, begleitend zu den Statinen seine richtige Q10-Dosis bekommen sollte, könnte, müsste. Genau das Gleiche mit Metformin. Das ist ein Medikament aus der Diabetologie. Das verhindert die B12-Resorption und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viel Wissen, gerade in der universitären akademischen Medizin, über den Nutzen von Nährstoffen. Es gibt in der Endokrinologie sehr viel Wissen über den Mangel und die Folgen von Hormonmangel. Aber es wird immer nur ganz am Ende genutzt und nicht vorher präventiv oder auch schon, wenn ein bisschen Krankheit vorliegt. Und bei den alternativen Therapeuten, da glaube ich, dass sehr viel Ängste eine Rolle spielen und vielleicht auch so die Sehnsucht, es ohne Stoff zu schaffen, durch Verhalten und gesunde Ernährung und Sport und vielleicht auch Bewusstseinsarbeit. Aber das, was ich hier in meinem Buch vorschlage, ergänzt im Prinzip die alternative Medizin, die integrative Medizin mit der klassischen Schulmedizin, mit dem Verhalten, mit der Genetik. Und es ist einfach in der Mitte etwas, was man mit Nährstoffen und Hormonen einstellen kann. Du schreibst in deinem Buch über die Empfindlichkeit des Stoffwechsels. Nutzt dabei die Nährstofftherapie, um den Stoffwechsel noch robuster zu machen. Du verwendest auch das Gedankenmodell der Ipse und dazu möchte ich dich einfach fragen, was das bedeutet und was du dir dabei gedacht hast. Ja, die Ipse. Die Ipse ist ein sehr lustiges Wort, also eine Abkürzung für vier längere Wörter. Die Ipse steht IBSE für individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit. Und die Idee ist, dass wenn unsere Empfindlichkeit im Stoffwechsel hoch ist, wir also eine hohe Ipse haben, dass es dann in unserem Stoffwechsel sowas wie knarrt. Und wenn dann Probleme kommen, wir Konflikte haben oder Krankheiten entwickeln, die dann eher einen schlechteren Verlauf haben und wir eher ein bisschen Pech haben und uns sowieso währenddessen ganz schwach und müde fühlen. Wenn aber die Ipse durch Nährstofftherapie und sehr gute hormonelle Versorgung robust ist, niedrig, dann haben wir angesichts des Lebens, des Alters, der Genetik einfach mehr Chancen, uns anzupassen, Stress zu widerstehen und meinetwegen auch Krankheiten wieder zu etwas mehr Gesundheit zu führen. Wir haben also mit einer niedrigen, robusten Ipse mehr Glück. Und das ist einfach ein interessantes Gedankenmodell, weil mein Bedürfnis war, auch meinetwegen als Internistin, einen Ort zu haben, an dem ich rumarbeiten kann. Also als Nephrologin, da habe ich mich um die Nieren gekümmert, um den Stoffwechsel, um die Einstellung, alle Einstellung der kardiovaskulären Risikofaktoren. Und so ähnlich kümmere ich mich jetzt um die Ipse und versuche mit Nährstofftherapie und Hormonen einfach nach eingehender Labordiagnostik, das kann man nämlich alles messen, das ist alles objektivierbar, geht es einer Ipse gut, ist sie hoch, ist sie niedrig, und dann kann man sozusagen im Stoffwechsel, in den Zahlen, in den Daten für eine sogenannte Ordnung sorgen. Und gefunden habe ich diese Ipse
dadurch, dass ich einfach immer gesündere Frauen in meiner Praxis sehen durfte, die sich nicht fühlten, obwohl sie sich gesund ernährt haben, obwohl sie Sport gemacht haben und einfach die Frage war, warum geht es denen nicht gut? Und ich habe dann einfach immer mehr Labordiagnostik gemacht und musste dann zu meinem eigenen Erstaunen selber feststellen, dass da etwas ist, wenn ich das behandle, wenn ich also Vitamin D-Mangel substituiere und dann eben auch richtig, nicht weil es schwierig ist, ganz viel Fehler zu machen, sondern es ist einfach nicht so leicht, Stoffwechsel, Nährstofftherapie richtig zu machen, so wie Sport. Wenn ich einfach nur mich ein bisschen bewegen will, ist das nicht schwer. Wenn ich aber richtig Karate machen will und dann brauche ich richtiges Training, dann muss ich ganz genau wissen, wie das geht, um dann auch irgendwie effektiv in dieser Sportart weiterzukommen. Und so ähnlich ist das in der Nährstofftherapie auch. Und es ist mir halt erst mit diesen etwas gesünderen Frauen einfach erst möglich gewesen, einfach zu merken, dass da auch eine Ursache ist, wieso das gesunde Verhalten bei zum Beispiel sehr empfindlicher Ipse sich nicht im Befinden widerspiegelt. Das Komische war ja, die machten ja alles richtig und trotzdem hat der Körper das nicht übersetzt. Und ältere Frauen, meinetwegen nach der Menopause, entwickelten dann trotz gesunden Verhaltens echt erstaunliche chronische Krankheiten. Osteoporose, Niereninsuffizienz, Arteriosklerose, also alles Alterskrankheiten, die man meinetwegen auch als Schicksal betrachten kann, tue ich aber nicht, weil ergänzend zur Schulmedizin, ist mir ganz wichtig, ergänzend zur klassischen Medizin, begleitend zu Medikamenten und ergänzend zu alternativen Methoden, zum Verhalten, zur gesunden Ernährung, meinetwegen auch Bewusstseinsarbeit, psychotherapeutische Arbeit, Traumabearbeitung, kann man in dieser Stoffwechselebene einfach den Menschen helfen, dass alles sich miteinander gut vernetzt. Ich finde, man kann das vergleichen mit sowas wie einem Internet oder so einem Gewebenetz. Und das kann eben eine robuste Struktur haben oder sehr empfindlich sein. Und wenn man diese Menschen fragt, finde ich auch, dass das Wort empfindlich dem Befinden oder der Störung des Befindens auch recht nahe kommt. Und insofern ist das vielleicht erstmal so eine Beschreibung von dem, was ich in dem Buch da als Gedankenmodell benutze, um einen Ort zu definieren, an dem man den Erfolg der Nährstoff- und Hormontherapie neben dem besseren Befinden der Menschen auch sowas wie objektivieren und messen kann. In deinem Buch habe ich auch eine ganz wertvolle Tabelle entdeckt, die unter dem Kapitel Nährstoffe, Kritik und Gegenwind zu finden ist. Und warum wertvoll? Weil hier ganz, ganz viele Fragen, die auch ständig oder täglich uns aus der Community gestellt werden, abgebildet sind. Und du hast die Tabelle genannt, Denkfehler versus richtiges Denken. Magst du uns da dazu ein wenig was sagen? Ja, ich kann mir das vorstellen, dass ihr diese Fragen sehr oft bekommt und die habe ich mir auch alle gestellt und bin dann durch viel Beobachtung und auch Fragen stellen zu interessanten Beobachtungen gekommen. Erstens ist es so, es ist ein Unterschied, ob man einen Nährstoff nutzt, um nicht zu sterben, meinetwegen um bei Vitamin C nicht an Skorbut zu erkranken, oder ob ich mit dem Vitamin C therapeutisch arbeiten möchte. Die Dosis ist einfach eine ganz andere. Und oft herrschen Ängste, dass dann eine Dosis, die das 10, 100, 1000-fache dessen ist, was man braucht, um nicht zu sterben, die löst dann Ängste aus. Beim Vitamin C, um dabei zu bleiben, ist die empfohlene Dosis, die wir täglich zu uns nehmen sollen, um nicht an Skorbut zu erkranken, ungefähr 80 Milligramm Vitamin C am Tag. Die Dosierungen, mit denen ich aber in der Praxis häufig arbeiten muss, um den Spiegel von Vitamin C in einen Bereich zu bekommen, wo ich davon ausgehe, dass er für Krankheiten oder gegen Krankheiten, gegen Alter eine übergeordnete Wirkung hat,
Da muss ich manchmal Dosierungen benutzen von 3000 Milligramm am Tag, 4000 bis zu 6000 Milligramm am Tag. Es gibt auch Therapeuten, die mit Infusionen arbeiten, die nutzen sogar 15.000 Milligramm pro Infusion. Und dann gibt es Spiegel, die gehen nochmal um ein Vielfaches höher als das, was ich unter der oralen Therapie möchte. Ich habe übrigens in dem Buch zu jedem Nährstoff genau aufgeschrieben, wo ich im Blut mit dem Nährstoff unter einer therapeutischen Dosis hin möchte, sodass also viele Leser sich wirklich dann mit einer Laborkontrolle, die braucht es dann natürlich, um sich meinetwegen auch sowas wie sicher zu fühlen, nicht im sicher von falsch machen, sondern sicher fühlen im Sinne von effektiv und richtig machen. Ich habe also alles verraten, dass man wirklich mit Laborwerten genau sehen kann, wohin muss ich denn mit meinem Nährstoff 1, 2, 3 hin, um im therapeutischen Bereich zu sein. Hinzu kommt, dass ein auch großer irritierender Faktor ist, den ich im Buch Denkfehler nenne, ist, dass man glaubt, habe ich ja früher auch geglaubt, dass gerade bei den Nährstoffen, bei den Laborwerten, die Referenzwerte, die das Labor daneben schreibt, dass das die Werte seien, wenn man nur da ist, dann sei alles gut und man sei gesund. Das ist aber nicht der Fall. Das ist bei den krank-schulmedizinischen Werten, ist das so. Da muss man wirklich möglichst in der Referenz, vielleicht auch ganz unten in der Referenz sein, da ist das anders. Aber bei den, ich nenne die Gesundmachwerte, diese Werte im Buch, wie B12, Vitamin C, das 25-OH, Vitamin D, Selen, Zink, da ist es so, dass eben die Referenzbereiche, die die Labore, die meisten zumindest nennen, die entsprechen einfach dem der Realität der Menschen und deren Spiegel, der Versorgung, der Bevölkerung, die entsprechen dem, was eben draußen gemessen wird, wenn man alle Unbehandelten jetzt einfach messen würde. Das heißt, bei Jod ist dann die Referenz eher repräsentativ für den Mangel in Deutschland. Bei Vitamin D ist es so, da haben wir alle einen Mangel, dass auch da die Referenz niedriger ist als das, was ich in Wahrheit therapeutisch erreichen möchte. Bei B12 ist das so, bei Selen ist das so, weil unser Boden selenarm ist. Also das sind vielleicht so die zwei wichtigsten Punkte, die man sich bewusst machen muss. Ich möchte mit den Nährstoffen, auch mit den Hormonen, ich möchte therapeutisch arbeiten. Ich würde sogar sagen, dass das auch ruhig mal unphysiologisch sein kann. Ich will über das, was man mit einer gesunden Ernährung erreichen kann, weit darüber hinaus will ich mit den Nährstoffen arbeiten. Es hat nichts mit der Ernährung zu tun. Ich würde sogar sagen, es geht unabhängig von der Ernährung. Selbst jemanden, der warum auch immer sich nicht gut ernährt, kann man mit Nährstoff- und Hormontherapie hin zu einer robusten Ipse unterstützen. Und vielleicht sind es sogar die sich, die auch vielleicht das gesunde Essen gar nicht mehr vertragen. Es verträgt ja auch nicht mehr jeder gesundes Gemüse oder auch gesunde Biomilch oder sowas. Also insofern steckt da einfach eine Möglichkeit, etwas zu tun, egal was man ist, ob man krank ist, ob man gesund ist. Man kann einfach immer hingehen und diese essentiellen Nährstoffe nutzen. Man muss nur wissen, wohin will ich? Das entscheidet sich über die Labordiagnostik, um einen Therapieerfolg zu bekommen. Und dann ist auch nochmal ganz wichtig, dass es nicht getan ist mit einer pauschalen Dosis für jeden. Ich kann mir vorstellen, dass ihr also unendliche Fragen bekommt, wie viel Vitamin D soll ich nehmen, wie viel Vitamin C, was ist das richtige Produkt, welche Dosis. Die Wahrheit, das ist alles egal. Es kommt wirklich darauf an, individuell, dass jeder eigentlich wissen müsste, mit wie viel Vitamin C muss er denn arbeiten, um wirklich dann einfach in einen therapeutischen Bereich zu kommen. Grob kann man sagen, dass man eigentlich mit allen wasserlöslichen Nährstoffen nicht viel falsch machen kann. Die scheiden wir wieder aus. Das ist auch nicht schlimm, das ist gesund. So muss es sein, sonst hätten die Nieren ein Problem. Mit den fettlöslichen Vitaminen, da ist es nochmal ein bisschen anders. Also die Idee ist, ich denke, dass wenn man mit dem Buch, wenn man das gelesen hat, dass man dann auch viel besser weiß, was vielleicht für Fehler noch, dass man Fehler vermeiden kann, so viele gibt es gar nicht, und dass man viel besser weiß, wie man das richtig machen kann. Also es gibt da einfach so ein paar
Dinge, auch auf den Packungen zum Beispiel von vielen Vitaminen stehen dann immer so Prozente drauf. Das ist einfach im Vergleich zu dem, was man braucht, um nicht zu sterben. Das ist also nie in Bezug auf die therapeutische Dosis. Insofern nicht Angst haben, nicht fürchten, dass man also das allererste, was man in einem Selenmangelland mit Selen macht, ist nicht, sich zu überzudosieren. Ja? Und insofern, das sind vielleicht so ein paar Punkte aus dieser Tabelle, auf die ich auch im Vorfeld im Buch eingehe, um erstmal alles, was da so an Missverständnissen existiert, um etwas das zu klären, aufzunehmen, um dann im nächsten Kapitel dann auf die einzelnen Nährstoffe einzugehen, wo ich wirklich sehr schön erkläre, wie man das richtig machen kann. Wenn ich dich richtig verstanden habe, nutzt du förmlich die Nährstofftherapie zur aktiven Gestaltung der Gesundheit über eine gesunde Ernährung hinaus. Wer kann deiner Meinung nach davon profitieren? Ja, so ist das tatsächlich. Das ist meine Forderung und mein Wunsch, dass Nährstoffe und auch die Hormone für die Gestaltung der Gesundheit über eine robuste Ipse förmlich systematisch eingesetzt werden. Ja, es braucht dafür eingehende Labordiagnostik, wenn man das wirklich auch bei kränkeren Menschen richtig machen möchte. Und in Wahrheit kann das, jeder Mensch könnte das nutzen. Es kann der kranke Mensch nutzen, der auch vielleicht schon in den 60er, 70er Jahren ist, ergänzend zur Schulmedizin bei chronischen altersbedingten Erkrankungen. Die ganzen Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Hochdruck, Fettstoffwechselstörung, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz. Es gibt übrigens auch sehr viel Forschung über mitochondriale Störungen im Bereich der ganzen Organsysteme und Organdiagnostik. Also überall da könnte auch ergänzend zu Medikamenten, also Menschen, die chronische schulmedizinische, pharmakologische Substanzen lebenslang einnehmen müssen, könnte Nährstoffe ergänzen. Aber es kann natürlich auch die Menschen, die noch ganz gesund in der Lebensmitte sind, die Frauen, die meinetwegen jetzt die hormonellen Veränderungen in der Peri- und Postmenopause durchmachen müssen, Menschen, die gestresst sind, auch junge Studenten, Abiturienten, die vielleicht auch durch Nährstoffunterversorgung im Gehirn nicht robust genug sind und das dann eher in psychischen Befindlichkeitsstörungen äußern. Ich finde sowieso, dass das Gehirn in der stofflichen Medizin gar nicht beachtet wird. Also man hat so viele Möglichkeiten, Herzinsuffizienz zu behandeln, aber Gehirninsuffizienz, das Wort gibt es auch noch gar nicht, kann man wunderbar mit Nährstoffen und auch über Hormonunterstützung unterstützen. Oder auch junge Frauen, die die Pille nehmen. Oder auch junge Frauen, die die Pille absetzen und dann schwanger werden möchten. Also auch innen, vor und während und nach der Schwangerschaft könnte man das benutzen. Aber auch Sportler, die sehr viel Sport machen, sehr viel oxidativen Stress haben, sehr fit sein wollen. Im Prinzip müde, kranke, gesunde, fitte, alte, junge. Das Einzige, was einfach bestimmt jetzt jeder denkt, ist ja schade, das Geld, man muss das dann noch alles selber zahlen. Und deswegen ist halt auch, habe ich auch das Buch geschrieben, um einfach diese ganze Idee, die Methode, die Nährstoffe ergänzend mit Labordiagnostik erstmal zu beschreiben, dass da etwas ist, was man nutzen kann, was etwas bringt. Und das ist im Prinzip erstmal die Antwort auf deine Frage, wer das nutzen kann. Jeder, der vielleicht auch nochmal einschreckend gesagt, auch Tabletten oder Pillen oder Pulverchen schlucken möchte und kann. Das kann auch nicht jeder, ist auch ein bisschen anstrengend, das weiß ich. Und das heißt, man muss auf jeden Fall schön schlucken können und diese ganzen Sachen zu sich nehmen wollen und können. Wenn man das aber mental entschieden hat, dass das etwas ist, was sinnvoll ist, dann machen das auch sehr viele. Also das machen alle, die chronisch krank sind, die diskutieren gar nicht ihre Tabletten und jedenfalls sehr Sportler, die schlucken auch alles Mögliche, weil sie merken, dass sie bessere Leistung bringen können. Aber die dazwischen, die, finde ich, sind noch sehr unbehandelt. Und da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Kurativ, also wenn jemand krank ist, aber auch präventiv.
Liebe Elena, abschließend vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview und für die Begeisterung, die du mit uns geteilt hast zu der ganzen Welt der Nährstofftherapie und Hormone. War sehr aufschlussreich und ich denke, dass all diejenigen, die dieses Buch jetzt lesen werden, ja, einen ganz großen gesundheitlichen Mehrwert für sich selbst erfahren werden und dabei einfach mehr Gesundheit entsteht. Und das nicht nur bei denen selbst, weil sie einfach mehr Wissen haben, sondern womöglich auch bei deren Therapeutinnen und Therapeuten, bei deren Ärztinnen und Ärzten. Herzlichen Dank dir und viel Erfolg weiterhin. Ja, lieber Roman, ich danke dir sehr, dass ich heute hier sein durfte und dass ihr mir helft, dieses Wissen aus dem Buch für mehr Menschen, die neugierig sind, Gesundheit zu gestalten, zur Verfügung stellt. Also vielen, vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht.